Herzlich willkommen zurück bei den Trading Tipps mit Teil 2 vom Price Fixen. Der erste Teil ist jetzt gleich online. So, ich denke mal so um 20 nach 8 oder so. Wir sind gerade noch ein paar Leute am Suchen, die vielleicht mitmachen beim ED. Das wäre natürlich eine Idee. Okay, der war Ah, scheiße. ha, Und zwar, ja, wir sind gerade jetzt dabei. Ich habe ein paar Spieler schon erboten. Ich bin noch ein paar bei ein paar noch Höchstbietender. Okay, hier sind zwei überboten worden. Ein paar sind noch halt sehr teuer drauf, aber das Gröbste haben wir eigentlich schon, war. ja. Ja. Das Schwierigste wird halt wirklich die Nacht, weil das wird echt hart. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ihr die Spieler gut finden könntet. So, Foothead. Ja, hier geht ihr auf FIFA 14 Player Search. Wenn ihr mit Informs machen so wollt, dann solltet ihr entweder Informs, die am Anfang des Jahres rausgekommen sind, nehmen, oder wenn ihr wirklich viel Geld habt, teure Informs, weil die anderen sind einfach zu oft am Markt. Kann man hier vielleicht mal hier alle Teams der Woche. Die meisten sind jetzt schon gefixt, aber es gibt halt noch ein paar, die noch nicht fixt drin. Hier muss doch mal irgendwo einer sein. Hier ist der Toni Kroos drin, der Gervinho. So, Gervinho zum Beispiel, der kostet 30.000, der wird nicht so oft mehr auf dem Markt vertreten sein. Weil halt dazu ist, warum auch immer. Da gehen halt ein paar verloren. Keine Ahnung, jemand spielt nicht mehr, hört auf zu spielen. Und dann gammelt der halt noch weiter im Verein rum. Und so weiter. Wenn ihr jetzt andere Spieler Price fixen wollt, also normale, ja, noch fünfmal zurückklicken, so, dann tut ihr hier Gold in Form raus. Also Foothead ist wie immer in der Beschreibung. Ach Scheiße. Kurz das schreiben. Dann tut ihr hier einfach auf Transfers mal gucken. Ja. So, jetzt seht ihr hier eine Reihe von Spielern. Die Goldspieler sind meistens nicht so gut dafür geeignet, weil die halt immer noch sehr oft da sind. Das geht erst so in ein, zwei Monaten, denke ich mal, ganz gut. Guckt ihr bei den Silberspielern, sag ich jetzt mal. Jetzt haben wir hier mal Salah. Gut, der ist jetzt zu Chelsea gewechselt. Kostet jetzt bei Chelsea 34.000. Bei Basel kostet er 4.000. Hat auch sogar ein Tor geschossen, habe ich gesehen. Bei Basel kostet er 4.000. 4.000 genau. Und den könnte man zum Beispiel gut Price fixen. Der ist jetzt nicht mehr am Markt. Der geht nichts mehr. Der hat ein gutes Tempo und gutes Dribbling und ist auch sehr beliebt, weil er halt zu Chelsea gewechselt ist. Und kann halt nicht jeder 30.000 bezahlen. Aber kann wahrscheinlich jeder mal 10.000 für so einen Spieler ausgeben. Das heißt, man Price fix den dann halt so auf 10.000, wie wir jetzt das mit ED vorhaben, aber nicht auf 10.000, denke ich mir. Vielleicht schon. 10.000. Noch nicht. Nee, nee, noch nicht. Erst wenn wir Lust drauf haben. Oder hier Jan Kirschhoff. Okay, Kirschhoff ist ein scheiß Beispiel eigentlich. Aber der ist zwar noch in der gleichen Liga, gleichen Nation, aber er war halt vorher bei Bayern. Und Bayern-Spieler sind halt sehr beliebt. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch steigen. Mal auf die Schalke-Version. Ja, die steigen alle ein bisschen schon an. Das sieht man schon. Nehmen wir mal zurück. Vielleicht finde ich noch einen anderen. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. So, genau. Also hier den zweiten Teil, den splitte ich jetzt in ein paar Auftritte sozusagen. In ein paar Zwischensequenzen, so alle 10, 15 Minuten. Gott, nochmal gucken, ob hier einer weggeht. Ja, da hätte ich fast verpennt. Okay, Glück gehabt. Vielleicht kriege ich ja sogar mal einen richtig billig. Das wäre ja was. Bam, 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 bam. Leute, hier muss noch irgendwo noch eine sein. Ich habe eben schon relativ lange gesucht, da muss man dazu sagen. Das war schon einer der besten. Jorginho, der hat so geile Werte, aber der war leider vorher auch schon in der Serie A. Ibrahim Sissoko. 4 Sterne Skillmoves. Spielt jetzt bei Deportiva, vorher bei Saint-Étienne, das sieht ja interessant aus. Ja, da sieht man mal, der kostet bei
Deportiva jetzt 300 und bei Saint-Étienne schon 1100. Sven, ich habe schon einen neuen gefunden, den wir als nächstes machen können. Nice. Er hat zwar einen Scheißschuss, aber der hat gutes Dribbling, hat gutes Pace, hat vier Skill Moves und der Passen ist auch nicht ganz so schlecht von Silberspieler. Und das Schießen ist eigentlich auch nicht so schlecht. Der hat fast so gutes Schießen wie Gustavo auf der Karte. Ja. Ja, dann, das hätte ich ja euch damit dann mal gezeigt. Dann könnt ihr ja nochmal vom Anfang des anderen Videos gucken, wenn ihr so jemanden gefunden habt, wie ihr das am besten macht. Und dann melde ich. So, da sind wir wieder. Jo. drei Spiele habe ich mittlerweile wieder bekommen. Gerade kriege ich sogar ein kleines Schnäppchen für 800. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann wir dran sind. Muss ich gleich mal gucken. Oh. Doch nicht. Da meinte wohl einer wieder, meine letzten Sekunde bieten zu müssen. Oh, ich hasse so Leute, ne? Ja, das ist richtig nervig. So, der will wohl keine Ruhe geben. Machen wir mal weiter. Ja, der Markt ist mittlerweile fast auf vier Seiten runter von neun Seiten auf Ey, vier wir sind schon Seiten. auf 4, wir sind fast auf 3. Ja, wir sind fast auf drei, so, Entschuldigung. wir sind fast auf drei. Was mir gerade nur eingefallen ist, was ihr immer bedenken solltet bei so Sachen, ist, dass ihr die nicht alle für einen gleichen Preis reinstellt. Ihr dürft die nicht alle für 4.800 draufstellen und dann 10 oder 20 Stück für 4.800, sondern ihr müsst die für verschiedene Preise reinstellen, damit das nicht so offensichtlich ist. Dann fällt das nicht so auf. Wenn ihr die immer für die gleichen Preise reinballert, da habt ihr ein Problem. Ich bin gerade, glaube ich, noch am Hochladen, ja. Deswegen gucken wir gerade noch, bis die drei hier weg sind und dann schmeiße ich euch wieder raus. Gucken wir gerade mal hier. So kann hier. Ja, ich habe hier noch drei Fitness draufgeballert, um noch ein bisschen Geld zu machen. 5 Seiten habe ich mittlerweile, ja. Werden wahrscheinlich Ja, noch ein ich auch paar mehr. fast. Werden wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ich habe ja noch genug Accounts, ne? Soll ich den mal kaufen hier? Ich warte erst, der geht wahrscheinlich jetzt nicht weg. So genau wie der. Entweder stellt er den jetzt wieder so dämlich drauf. Oder der tut den jetzt mal wirklich runterstellen. Und dann kaufen wir den auch. Auch wenn er keine Verträge hat. Der wird den eh runterstellen, weil der hat ja einen ungefähren Preis hier sogar angegeben. Das passt wahrscheinlich auch zum Preis von Shadow. Ich weiß gar nicht, wie viel der wert ist. Aber mal UTT14, ne? Ihr seht hier meine schönen Seiten. Oh, das war falsch. Ja, das hatte ich jetzt schon mal. UTT14.com. Oh, habe ich jetzt. Nein, oder? Bin ich ein Dämmel? Das. Oh, doch nicht. Oh, ich dachte gerade, habe ich den einen echt für 1000 bekommen. Sieh ich mal wieder, wie Nice. verpeilt ich bin. Hier, da muss ich glaube ich drauf. Ich bin jetzt so der Englisch-Spezi. Ah ja, ist richtig. Ah, hier. Wo haben wir denn? Da, 5.400 ist Shadow wert. Alter. Was gehört? Ja. Und Hunter ist mittlerweile fast 9.000 wert. Ja, Leute, zieht euch das mal rein, ne? Der ballert den Spieler billiger drauf, als der eigentliche Chemistry Style kostet. Ein paar, ich habe glaube ich sogar ein paar Shadows und ich habe viele Sniper. Die sind glaube ich nicht so viel wert. Finisher, Sniper, ja, 1000, ist okay. So, die zwei gehen jetzt noch weg. Die beiden Stürmaschen. Ja. Man muss natürlich auch bedenken, bei den Stürmern und bei den ZMs, die sind natürlich nochmal ein bisschen mehr wert, weil die halt eine gechangete Position haben. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn hier so. Kann man ja auch direkt hier nachgucken. ZOM zu MS ist 200 und dann nochmal 350 ist jetzt nicht so viel. Die kosten eh nicht mehr so viel. Früher haben die mal mehr gekostet. Da 3.300, ja. Das ist das ja schon fast hier ein Schnäppchen. So, 5, 4, 3. Und wieder 2. Haha. So, komm. Jetzt gib mir den. Da haben wir beide, ja.
So, jetzt gucken wir kurz nochmal auf den Transferstapel. Da ist ja, glaube ich, schon mal Transferstapel oder so. 1, 2, 3, 4, 5 Seiten haben wir hier. Was habe ich denn hier so für Chemistry Styles? Artist, Eye, Dead Eye, kenne ich ja. Engine, ja, das war doch schon. Power, oh, hier habe ich ganz viele. Ja, das kommt jetzt noch in das andere Video rein. Da muss ich mal bei den anderen Teilen, den wir gerade vorher aufgenommen haben. Vielleicht kommt noch ein Teil, vielleicht aber auch erst im nächsten Video. Also bis dahin, ciao und immer abonnieren und liken, ne?